Um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr zu Star Wars The Clone Wars zu verpassen, vergisst nicht zu abonnieren. Egal ob 212., 501., 41. oder 91. Nur gemeinsam sind wir stark. Lasst uns ein Abo da, um uns zu helfen, denn mehr als 2/3 von euch haben uns noch nicht abonniert. Hashtag 212. Gemeinsam sind wir stark. Die finale Staffel von Star Wars The Clone Wars ist nun vollständig veröffentlicht und schließt damit die Geschichte der Klonkriege rund um Captain Rex und Ahsoka Tano ab. Wir waren geschockt vom letzten Story-Arc, der es wirklich in sich hat und uns ein letztes Mal in völlig neuer Dimension darstellt, zu welch verheerenden Veränderungen der Inhibitor-Chip, dem alle Klone eingepflanzt wurden, fähig ist. Schon Staffel 6 beweist uns die Existenz des damals noch so unnötig erscheinenden notwendigen Übels. Tab führte das Klonprotokoll 66 fälschlicherweise aus und ließ damit den Plan Palpatines ein erstes Mal hindurchscheinen. Jedi-Meisterin Tipla wurde das erste Opfer der mysteriösen und allumfassenden Order 66. Der Garant für eine zuverlässige und sichere Jedi-Säuberung. Die Bindung eines Klons zu seinem Jedi-General oder Kommandanten kann offenbar noch so stark sein. Der nicht vollständig organische Biochip überschreibt das Gedächtnis und die Persönlichkeit einer Kloneinheit und zwingt diese zu absolutem Gehorsam. Kalte Soldaten in Weiß, so wie sie uns in Episode 2 vorgestellt werden. Wie ein gewaltiger Reset-Knopf, der den Urbefehl in das Gedächtnis ruft. Gute Soldaten befolgen Befehle. Mit Voranschreiten des Krieges veränderten sich auch die persönlichen Sichten der Klone. Sie können kreativ denken und genau dieser charakterliche und taktische Vorteil in der Schlacht ist ein relevanter Nachteil für Palpatine. Die Klone beginnen nachzudenken. Nachzudenken über den Krieg. Über den Krieg und dessen Opfer. Tausende Welten in Schutt und Asche. Genau das zeigt uns die finale Staffel. Rex steht hier exemplarisch für die große Armee der Klonkrieger. Unser aller Lieblingsklonheld aus der Erfolgsserie ist in der finalen Staffel mehr als nur nachdenklich. Der Krieg hat ihn vielleicht körperlich bisher unversehrt überlassen. Sein Geist ist allerdings gezeichnet. Die Erinnerungen an seinen guten Freund Fives, die Erinnerungen an den Wahnsinn, der ihn immer mehr und mehr vereinnahmte und die damit beginnende Saat der Skepsis. Der Skepsis gegenüber der großen Armee der Republik und mit Ahsoka dazu die Skepsis gegenüber den Jedi, den Friedenshütern selbst. Eine existenzielle Krise, die ihren Höhepunkt mit der Order 66 erreicht. Ab hier finden sich konkrete Spoiler zu der 7. Clone Wars Staffel. Die Schlacht von Mandalore ist mehr oder weniger hinüber und der Herrscher des Schattenkollektivs Lord Maul ist gefasst. Ahsoka und Rex auf der Brücke des altbekannten Jedi-Kreuzers angekommen, springen in den Hyperraum, um Maul in das Herz der Republik zu überführen und für seine Taten zur Verantwortung zu ziehen. Für die Jedi ist er darüber hinaus ein wichtiges Puzzleteil auf der Suche nach dem dunklen Lord der Sith. Sidious. Doch bevor es soweit kommt, stehen neue Instruktionen des republikanischen Oberkommandos bereit. Uns allen lief es bei dieser Szene kalt den Rücken hinunter und wir wussten, was passiert. Es ist soweit. Die Zeit ist gekommen. Ahsoka in der Macht alarmiert, begibt sich zu ihrem vielleicht sogar besten Freund. Ihr Meister Anakin wurde, was sie in diesem Augenblick nicht weiß, aber vielleicht vermutet, bekehrt und schwebt damit in großer Gefahr. Doch auch Rex ist dem mächtigen Chip ausgesetzt. Wir sehen die emotionale Szene und anstatt direkt das Feuer zu eröffnen, beginnt Rex zu zittern. Seinen Helm lässt er fallen. In Tränen ausgebrochen schreit er Ahsoka an, sie solle Fives finden. Und das sofort, als er plötzlich das Feuer eröffnet und es dem Inhibitor-Chip gelingt, ihn zu unterwerfen. Doch warum sagt Rex das zu Ahsoka? Er weiß doch sicherlich, dass sein Bruder Fives gestorben ist. Eine Frage, die wir uns nach mehrmaligem Anschauen immer und immer wieder gestellt haben. Unsere Erklärung ist an dieser Stelle folgende. Bereits in der Folge sehen wir, dass Rex im Falle Fives als einziger Beschwerde eingelegt hat. Beschwerde gegen das Vorgehen der Republik und der Kaminoaner. Er glaubte vielleicht nicht vollständig an die wahnsinnigen Behauptungen, die Fives gegen die Republik äußerte. Aber es gab schon immer einen Teil in ihm, von diesem Moment an, der wusste, was hinter der Klonarmee stecken würde. In dem Moment, in dem Palpatine den Befehl der finalen Order erteilt, wird Rex all das klar. Und nun ist er auch vollen Endes vom Verrat an den Jedi überzeugt, von der gewaltigen Lüge in ihren Köpfen. Fives Geist, in gewisser Weise sein Geist, hat die Lügen und das Leichentuch der dunklen Seite erkannt. Er spürte, wie der Chip das Netz aus Erinnerungen, persönlichen Beziehungen und Emotionen in Flammen setzte und in der Luft zerriss. Seine einzige Möglichkeit, darauf zu reagieren, war, Ahsoka mitzuteilen, nach Fives zu suchen. Es war das letzte Überbleibsel seines Verstandes, die letzten klaren Gedanken, die Rex noch äußern konnte, bevor es zu spät war.
Er spürte noch, bevor der Chip von ihm Kontrolle ergriff, was genau los war. Es war die letzte Möglichkeit, sich und seine jahrelange Freundschaft zu Ahsoka zu retten.